Wenn man wissen will, wie die Märkte ticken, dann muss man sich das dominante Narrativ, die dominante Erzählung dieses Marktes anschauen und Trendwenden bei den Märkten, die passieren immer dann, wenn dieses dominante Narrativ nicht mehr funktioniert, widerlegt es, irgendwie nicht mehr mit der Wirklichkeit Schritt hält, sind wir jetzt in einer solchen Situation. Das wollen wir uns anschauen. Das Narrativ der Bullen basiert ja auf zwei Prämissen. Fed Pivot, Wende der Fed, also nicht mehr viel nach oben, vielleicht eine Zinserhebung, wenn überhaupt, so noch vor ein, zwei Wochen die dominante Haltung, und dann geht es schon in 2023 mit den Zinsen nach unten. Erste These, zweite These, es gibt eine weiche Landung, ein Soft Landing. Inzwischen hat sich sogar das Wort eines No Landing, also gar keine Landung der Wirtschaft, die muss gar nicht landen, weil sie weiter schön oben fliegt. Das ist allerdings sehr, sehr unwahrscheinlich. Schauen wir uns die ganzen Dinge mal an. Wir haben heute im Gefolge der gestrigen Aussagen von Mester, von Ballard, heute Bowman etwa von der Fed gesehen. Da unten ist die junge Dame, die gesagt hat, okay, wir werden weiter die Zinsen anheben müssen. Es braucht mehr Schritte von uns, um die Inflation zu besiegen. Dann hatten wir den Richmond-Fed-Chef Barkin, der gesagt hat, ja, wir müssen die Zinsen weiter anheben. Aber ich finde 0,25% Schritte besser. Die Märkte haben ja schon jetzt sogar auf dem Radar, dass die Fed dann im März nochmal ein halbes Prozent die Zinsen anheben könnte. Also Barkin sagt, nee, bin ich jetzt nicht so ein Freund davon. Dagegen Mester und Ballard eher schon. Allerdings sind die beiden nicht stimmberechtigt. Auch noch ein wichtiger Punkt. Aber sei es drum, vor diesem Fed-Pivot ist zumindest laut Aussagen der Fed nichts zu spüren. Das, was Sie hier sehen, ist Stand gestern Abend, nämlich Current Market Expectation, nämlich in Sachen Zinsentwicklung bei der Fed. Da hat man sich gesagt, okay, vielleicht steigen die Zinsen Mitte Juni nochmal bis 5,25% und dann Pause und dann im Dezember dann die Wende, also die erste Zinssenkung. Heute, Stand heute, ist es so, dass die Fed Fund Futures diese Dezemberwende bereits ausgepreist haben. Also sagen, in 2023 wird kein Fed-Pivot passieren, es wird in 2023 keine Zinssenkung geben, so zumindest die Fed-Fund-Futures. Und das ist das erste Mal jetzt auch, wie Jim Bianco richtigerweise bemerkt, dass die Fed-Fund-Futures, also die Märkte, die die Zinserwartungen bepreisen, sagen, die Zinsen werden höher steigen, als die Fed es uns gesagt hat, in den sogenannten Dot-Plots, also den Erwartungen der Fed-Mitglieder über die Zinsentwicklung. Das ist das erste Mal, dass wir das jetzt erlebt haben. Vielleicht ist das übertrieben, das weiß man noch nicht. Aber wir sehen, was sich da verschoben hat, wie die Dinge hier praktisch dieses Narrativ des Fed Pivots zumindest komplett erstmal zerschossen haben. Das ist natürlich schon, wie soll man sagen, ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die an diesen Fed Pivot geglaubt haben. Jetzt kommen wir nochmal zur Inflation. Wir haben ja die heißeren Inflationsdaten gesehen. Dienstag, zumindest zum Vorjahresmonat, wir hatten dann deutlich heißere Erzeugerpreise, starke Einzelhandelsumsätze, Mittwoch, Schnipp und Schnapp. Wir bekommen bald dann die für die Fed so wichtigen PCE-Daten, also Personal Consumption Expenditure. Das ist praktisch die zweite Inflationsberechnung neben den CPI-Daten, neben dem Consumer Price Index. Und dieser PCE ist eben, sagen wir mal, flexibler. Also wenn sich das Verhalten der Leute ändert, dass sie bestimmte Produkte mehr kaufen, dann bekommt dieses Produkt auch ein größeres Gewicht in dem Warenkorb. Das ist also eine etwas dynamisch angepasstere Erfassung von Inflation. Und hier ist die Erwartung, die jetzt UBS und Barclays rausgehauen haben heute. Bei der UBS ein Anstieg von 0,52% zum Vormonat und bei Barclays 0,47. Beides würde gerundet 0,5% ergeben und das wäre dann der größte Anstieg seit Juni 2022. Wir erinnern uns, Juni war der Hochpunkt der offiziellen Inflation. Im Juni lagen die CPI-Inflationsdaten bei 9,1%. Also wir sehen, dass sich diese ganze Geschichte auch hier offenkundig beschleunigt. Also das Thema Inflation immer mehr wieder in den Vordergrund kommt. Warum? Weil eben Inflation kein lineares Ding ist, sondern in Wellen kommt, in Schüben kommt, die nicht immer geradlinig in eine Richtung verlaufen. Das sehen wir unter anderem auch
bei den Gebrauchtwagen, die in den USA durchaus eine gewisse Rolle spielen. Hier gibt es den Manheim Index, der diese Geschichte bemisst, und der war lange dann auch in 2022 rückläufig. Nachdem die Gebrauchtwagenpreise zuvor massiv gestiegen waren, ging es dann eigentlich jeden Monat nach unten. Aber seit 2 Monaten geht es nach oben. Schon im Januar war ein sehr deutlicher Preisanstieg zu erkennen, größter Anstieg seit 2 Jahren. Und jetzt neue Daten zeigen, dass in der ersten Hälfte des Februars die Preise weiter gestiegen sind im Vergleich zum Januar, nämlich um 4,1%. Das ist ein Riesensatz. Wir sehen also an so verschiedenen Komponenten, dass die Inflation wieder anzieht. Wir haben bei den Erzeugerpreisen gesehen, dass es praktisch keine einzige, auch nicht mehr die Güterkomponente gibt, die noch disinflationär wirken würde. Und all das führt dazu, dass die Bank of America sagt, okay, alles schön und gut, die Fed wird eben an ihrer Zinspolitik festhalten, aber dann kann die Wirtschaft keine weiche Landung machen, sondern sie wird eine harte Landung machen. Und deswegen sagt Michael Hartnett von der Bank of America, der S&P 500 wird bis März 7% fallen. Er sagt, glaube ich, wörtlich 8. oder 9. März. Können Sie gleich nachlesen dann, so um und bei 3.800 Punkte, sagte der gute Mann. Also er glaubt nicht an ein Soft Landing. Aber auf der anderen Seite, wie Ottavio Costa hier zeigt, hatten wir von 12 Wirtschaftsdaten oder 14 Wirtschaftsdaten, davon kamen 12 über der Erwartung rein. Also das scheint ja das Narrativ des Soft Landings zu stützen. Die Einzelhandelsumsätze waren natürlich in der Headline sehr, sehr gut. Blickt man ein bisschen hinter die Fassade mit saisonalen Anpassungen etc. etc. Aber schwamm drüber noch, also sind die Konsumenten irgendwie gut gelaunt. Alles scheint noch wirklich gut zu sein mit der US-Wirtschaft. Aber die Frage ist, wie lange noch? Denn wir haben heute etwa die Leading Indicators, die Frühindikatoren gesehen, die normalerweise ein sehr, sehr gutes Prognoseinstrument sind dessen, was da zu erwarten ist in Sachen Wirtschaft. Wir haben jetzt den 10. Monat in Folge einen negativen Leading Economic Index. Und das wird sich auswirken. Und wenn wir jetzt zum US-Konsumenten kommen, der, wie die Einzelhandelsumsätze gezeigt haben, angeblich ja noch so stark ist, noch so ausgabefreudig ist, dann sehen wir, dass dieser Konsument immer mehr auf Pump lebt. Der ist jetzt, was seine Kreditkartenverschuldung betrifft, nämlich der US-Konsument, mit 986 Milliarden Dollar in der Kreide, oft die Zinssätze bei 20% bei Kreditkartenschulden. Aua, aua, aua. Wenn das ein paar Jahre so läuft, dann hat sich die Schuldensituation für die Leute innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Jahre verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Lance Roberts sagt hier zu Recht, das Problem des Soft-Landing-Szenarios ist es doch, dass mit Anhebung der Kosten für Geld, also Schulden werden immer teurer, während der Konsument in den USA, der ja schon so verschuldet ist, eigentlich auf billiges Geld angewiesen ist, damit er überhaupt noch seinen Lebensstandard halten kann. Und hier zeigt sich, dass eben diese Kreditkartenschulden jetzt nicht mehr wie vielleicht noch vor einigen Jahren für irgendwelche Luxusgüter gebraucht werden. Also wo man sich sagt, man gönnt sich mal was, das mache ich so alle paar Jahre mal, gönne ich mir was. Nein, hier geht es jetzt mehr und mehr darum, dass die Leute ihre alltäglichen Ausgaben, nämlich Essen, Benzin, solche Geschichten, jetzt über die Kreditkarte finanzieren mit den eben angesprochenen Zinssätzen von durchschnittlich 20%. Das kann und wird nicht auf Dauer gut gehen können. Deswegen sagt Hartnett eben nochmal von der Bank of America, die Fed, wenn sie die Zinsen anhebt, dann always breaks something. Irgendwas geht immer kaputt in dieser Grafik. Unten sehen Sie die verschiedenen Zinsanhebungszyklen, die dann wieder beendet werden mussten, weil etwas kaputt geht. Und diesmal wird sehr wahrscheinlich auch etwas kaputt gehen. Und ja, die Fed wird dann diesen Pivot machen, aber das wird eben noch dauern. Und der Schmerz muss erst kommen, bis dieser Pivot kommt. Und die Märkte wollen eigentlich jetzt schon den Pivot haben, ohne den Schmerz vorher zu haben. Und das wird halt nicht funktionieren. Das ist eben nicht gerade wirklich eine überragende Logik dieses Narrativs, um es mal vorsichtig zu formulieren. Dementsprechend ist das Fed-Pivot-Narrativ eigentlich komplett tot erstmal. Und nur noch dieses Soft-Landing-Narrativ irgendwie am Leben. Was ist das Problem hier an der ganzen
Geschichte. Inflation ist nach wie vor das Premium im Market. Man glaubt also, dass die Fed die Zinsen anheben kann und anheben kann und anheben kann und gleichzeitig alle Preise oder alle Märkte wunderbar oben bleiben können, und das wird nicht funktionieren. Dementsprechend ist der Aktienmarkt jetzt in Relation zum Anleihemarkt extremst überteuert, praktisch auf Rekordwerten. Da stimmt dann etwas mit der Bewertung nicht. Die Bewertung, wie gesagt, geht davon aus, wir werden Soft Landing oder kein überhaupt No Landing haben, aber das wird so nicht funktionieren. Entweder wir haben dauerhaft hohe Zinsen, weil die Inflation nicht zurückgeht, weil wir wirklich ein Soft Landing der Wirtschaft sehen, oder wir haben einen Fed-Pivot, weil die Wirtschaft deutlich abkühlt. Wenn die Wirtschaft deutlich abkühlt, ist das auch nicht so richtig toll für Aktien und die Unternehmen und die Gewinne und die Margen. Selbst wenn die Inflation zurückgeht. Und die Geschichte zeigt eben, hohe Inflation heißt auch immer hohe Margen für die Unternehmen, weil sie dann relativ unauffällig die Preise anheben können. Dagegen, wenn die Inflation deutlich zurückgeht, wird das schwieriger. Das fällt auf, dann merkt man plötzlich, oh, da hat einer keine Unterhose an, der war zu dreist, hatte zu stark die Preise angehoben. Wenn dann sozusagen dieser Preisauftrieb vorbei ist, dann kann ich nicht mit dieser ganzen Geschichte weitermachen. Nestlé hat das mehr oder weniger indirekt zugegeben gestern. Aber hier schauen wir uns noch mal diese Logik an, auch die Post-Pandemic Investor Guide, Rate Hikes. Irgendwann kommt eine Recession. Dementsprechend Risk on, weil es irgendwie einen massiven Unfall gibt und dann kommt der Bailout der Fed, die Rettung der Fed. Jim Ballard sagt, das wird vielleicht nicht so kommen. Was mich an dieser Rallye, an diesem Narrativ immer hat zweifeln lassen, ist erstens der logische Bruch innerhalb des Narrativs, der eigentlich nicht funktionieren kann. Da werden Teilstücke zusammengefügt, die schlichtweg nicht zusammenpassen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass eben die aus meiner Sicht entscheidenden Märkte, nämlich Devisenmärkte und Anleihenmärkte, beide ganz klare Signale gegeben hat, wo die Reise hingeht. Die Aktienmärkte wollten das ignorieren. Ich hatte heute Morgen schon das gezeigt hier, dass eben dieser blaue Chart mit dem weißen Chart steigt, also Renditen steigen und Nasdaq steigt auch. Und das ist normalerweise ziemlich gegenläufig. Und das letzte Mal, als wir auf diesem Renditestand waren, auf dem wir jetzt sind, da war der Nasdaq 14% tiefer. Also irgendwas ist da so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, und eine wirkliche Rallye, ein wirklicher Bullenmarkt kommt erst, wenn, sagen wir mal, dieser Pivot kommt, wenn Quantitative Easing wiederkommt, wenn Liquidität ins System geschoben wird. Das ist bei der Fed derzeit nicht der Fall, das Gegenteil ist der Fall. Die Frage ist, wie stark ist dieser Unfall? Oft, wenn dieser Unfall passiert, fallen die Märkte noch weiter, obwohl der Pivot der Fed kommt. Irgendwann kommt dann die Drehung auch der Märkte nach dem Fed-Pivot. Aber hier nochmal Lawrence McDonald, der zeigt, also es gibt eigentlich nur eine Situation, in der wirklich Bullenmärkte entstehen. Und das ist mit dem Rückenwind der Liquidität, denn der monetäre Faktor, das ist eben der entscheidende. Hier sehen wir nochmal diese Liquidität, nämlich Bank Reserves. Was da eigentlich im Bankensystem an Liquidität der Fall ist, ist ja ein sehr, sehr guter Indikator. Der ist deutlich, oder Liquidität ist deutlich zurückgekommen, und die Aktienmärkte haben sich von dieser Liquidität doch deutlich entkoppelt. Und hier mal ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Beispiel aus dem Immobilienbereich in den USA. Nämlich, wie waren denn die Hypothekenzinsen in den letzten Jahrzehnten? 70er Jahre 8,9%, 80er Jahre Hochzinszeit 12,7%. Meine Eltern zum Beispiel haben, glaube ich, 72 in München ein Haus gebaut. Und meine Mutter sagte mir, und mein Vater, die haben da 10% Zinsen bezahlt dafür. Das war eben diese Hochzeit. Und dann ging das eben immer weiter runter bis in den 20ern 3,9%. Jetzt sind wir bei 3,6%. Jetzt will ich nochmal zu dieser historischen Geschichte zurückkommen. Total crazy. Wenn man im Jahr 2082 ein Haus gekauft hat, hatte man Mortgage Rates, also Hypothekenzinsen von 19%. 19%, das muss man sich mal vorstellen. Und dennoch war das in der Summe damals billiger, als wenn man heute in den USA ein Haus kauft. Warum? Ja, die Zinsen sind jetzt ein bisschen gestiegen wieder auf 6, irgendwas, aber vor allem die Preise sind so massiv explodiert, sodass es die Leistbarkeit eigentlich heute für einen Immobilienkäufer deutlich schlechter ist als in der allerhöchsten Zinszeit, als die Leitzinsen in den USA bei 20% lagen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das bringt so ein bisschen die ganze Geschichte auf den Punkt heute, ja, Optionsverfall.
Mal schauen, wie diese ganze Geschichte ausgeht. Ich hatte darüber schon hier noch erzählt. Kommen wir nach Europa, kommen wir nach Germania, kommen wir nach Deutschland. Hier sehen wir Dienstleistungen, werden jetzt vor allem stärker berücksichtigt in der Gewichtung der Inflationsberechnung. Die Deutschen haben ja es nicht hingekriegt, ihren Warenkorb umzustellen, weil sie irgendwelche technischen Probleme hatten. Deswegen war die offizielle Zahl ziemlich niedrig. Das ist aber fake wahrscheinlich, denn nach der neuen Berechnungsmethode sind vor allem Dienstleistungen stärker gewichtet. Deren Preise sind weiter gestiegen. Also dürfte da hier noch einiges dann vor uns liegen. Und genau davor warnt Laissa Ballaschnabelena, die heute gesagt hat, die Märkte könnten die Inflation unterschätzen. Die Unterschätzung ist vor allem durch Isabella Schnabelina und Konsorten lange passiert. Es hat sehr lange gedauert, bis sie begriffen haben, was gespielt ist. Die Märkte, die Zinsmärkte hier in der Eurozone preisen jetzt eine Terminal Rate, also einen Zinsgipfel bei der EZB von 3,75% ein. Derzeit ja 2,5, also 1,25% würde es nach oben gehen. Ich will Ihnen mal diese Aussagen von Isabella Schnabelina empfehlen als Artikel. Das ist sehr, sehr interessant, wie jetzt sozusagen die Argumentationslinie ist. Also auch das ist Teil eines hawkischen Tsunamis, der diesen Pivot-Gedanken natürlich jetzt nicht gerade als sehr logisch erscheinen lässt. Und zweite Empfehlung, es ist ja Wochenende, meine Damen und Herren, Aktien müssen harte Landung der Wirtschaft noch einpreisen, sagt die Bank of America. Also diese beiden Artikel werde ich Ihnen verlinken. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende. Montag ist ja US-Feiertag, President's Day, aber ich werde meine müden Knochen dennoch vor die Kamera schleppen. Ich freue mich auf Sie hoffentlich am Montag Vormittag zum Videoausblick. Ich sage Servus und Ciao.